Hallo, liebe Kollegen aus dem Unterrichtswesen Ostbelgiens. Mein Name ist Henri Lenartz. Ich habe an der Universität Lüttich mathematische Wissenschaften studiert und unterrichte diese seit 1986. Seit 1992 am César-Franck-Athenäum in Kelmis. Ich würde Ihnen, euch, hier gerne einen möglichen Weg von den Rahmenplänen der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens hin zum Fachcurriculum und zu den Arbeitsplänen vorstellen. Das Gebäude zur Implementierung und Umsetzung der Rahmenpläne ist so gedacht. Das sind die Rahmenpläne für die Mathematikkurse im César-Franck-Athenäum Kelmis. Das Schlüsselwort aller Rahmenpläne heißt Kompetenzen. Doch wenn man diese Rahmenpläne liest, so befindet man sich sehr schnell in einem Kompetenzen-Dschungel. Deshalb habe ich als Fachteamleiter versucht, ein Kompetenzenmodell zu entwickeln, das etwas Ordnung in den Ideen schaffen soll. Im Zentrum des Geschehens befindet sich immer der Schüler. Wir haben einerseits die Lernsituation und andererseits die Leistungssituation. Gehen wir auf die Lernsituation ein. Einerseits haben wir die fächerübergreifenden Kompetenzen und andererseits haben wir die mathematischen Kompetenzen. Jetzt gehen wir auf die fächerübergreifenden Kompetenzen ein. Die sind unterteilt unter personale Kompetenzen, wie zum Beispiel Sorgfalt, Zuverlässigkeit, soziale Kompetenzen, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Toleranz und Methodenkompetenzen, wie zum Beispiel Lernstrategien, Nutzen von Arbeitsmitteln. Jetzt kommen wir zu den mathematischen Kompetenzen. Diese sind hier dargestellt durch ein 3D-Modell aus den Rahmenplänen, das aber eigentlich aus der PISA-Studie stammt. Die erste Dimension besteht aus den Kernkompetenzen. Die zweite Dimension besteht aus den Themenfeldern und die dritte Dimension besteht aus den Anforderungsebenen. Insgesamt haben wir 6 Kernkompetenzen, 4 Themenfelder und 3 Anforderungsebenen. Die erste Kernkompetenz ist das Darstellungen verwenden. Das bedeutet Zeichnungen, Symbole, Grafiken, Tabellen und so weiter nutzen. Die zweite Kernkompetenz ist das Kommunizieren. Das bedeutet Fachterminologie verstehen und sich schriftlich und mündlich verständlich ausdrücken. Dritte Kernkompetenz, das Argumentieren. Das bedeutet begründen, rechtfertigen, beweisen, überprüfen und widerlegen. Vierte Kernkompetenz ist das Strukturieren. Darunter ist zu verstehen, Begriffe und Ideen ordnen, Reihenfolgen festlegen. Die fünfte Kernkompetenz heißt Probleme lösen. Darunter versteht man Lösungsstrategien entwickeln und nutzen. Und die sechste Kernkompetenz ist das Modellieren. Das bedeutet, eine reale Situation in ein vereinfachtes mathematisches Modell übertragen und die mathematische Lösung in das reale Problem zurückdeuten. In der ersten Stufe des allgemeinbildenden Unterrichts heißen die Themenfelder Arithmetik, Algebra, Geometrie, Größen und Funktionen, Stochastik. Die erste Anforderungsebene heißt Reproduzieren. Das bedeutet Kenntnisse wiedergeben, das heißt die Theorie. Die zweite Anforderungsebene ist das Anwenden. Darunter versteht man gelerntes Wissen und Können in direkten Routineübungen verknüpfen.
Die schwierigste Anforderungsebene ist das Transferieren. Das bedeutet, Kenntnisse und Fertigkeiten in neue, komplexere Situationen ausführen. In der zweiten und in der dritten Stufe des allgemeinbildenden Unterrichts sind die Kernkompetenzen sowie auch die Anforderungsebenen genau dieselben wie in der ersten Stufe. Nur die Themenfelder heißen hier etwas anders. Das erste Themenfeld heißt hier Arithmetik und Algebra, das zweite Analysis, das dritte euklidische und analytische Geometrie und das vierte die Stochastik. Im César Franck Athenäum haben wir auch eine technische Qualifikationsabteilung und hier heißen die Themenfelder noch etwas anders. Die Kernkompetenzen und die Anforderungsebenen sind gleich wie in den zwei vorigen Modellen. Hier heißen die Themenfelder Arithmetik und Algebra, Analysis, Geometrie und Stochastik. Rein kombinatorisch gesehen gibt es in diesem 3D-Modell 72 Kombinationsmöglichkeiten. Es ist aber weder möglich noch erforderlich, diese immer streng voneinander zu trennen. Die Spezialisten reden hier von einer Kompetenzwolke. Das Ziel der Lernsituation ist der Kompetenzerwerb. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil von diesem Kompetenzenmodell, das ist die Leistungssituation. Diese ist unterteilt in zwei Bereichen. Der erste Bereich, das sind die schulinternen Tests, wie zum Beispiel Präsentationen, Klassenarbeiten, Prüfungen. Und der zweite Teil, das sind die schulexternen Tests, wie zum Beispiel die Belgische Mathematik-Olympiade, OMB, der mathematische Wettbewerb Mathe ohne Grenzen, PISA-Studie, Vera 8 und so weiter. Das Ziel der Leistungssituation ist die Verfügbarkeit der erwarteten Kompetenzen nachzuweisen. Somit steht unser Kompetenzenmodell und kompetenzorientiert unterrichten bedeutet ganz einfach zu überlegen, wo man sich gerade in diesem Modell befindet. Alle Rahmenpläne sind nach derselben Struktur aufgebaut, deren Kern aus dem Kompetenzenmodell besteht. Es gibt jeweils 5 Kapitel. Kapitel 1 – Grundsätze zu Kompetenzen. Kapitel 2 – Der Beitrag der Mathematik. Kapitel 3 – Kompetenzerwartungen. Kapitel 4 – Empfehlungen für die Qualität der Unterrichtsgestaltung. Und Kapitel 5 – Inhaltskontexte. So können wir die Rahmenpläne durch ein schönes Blümchen darstellen. Kompetenzen entwickeln sich in der Eigenaktivität der Schüler und dies stets in Verbindung mit Lerninhalten. Deshalb sind in den Rahmenplänen neben den Kompetenzen auch Inhaltskontexte verankert. Bei der Erstellung der Unterrichtsunterlagen für die Schüler achten die Lehrer selbstverständlich neben den Kompetenzen auf die sinnvolle Reihenfolge der aufbauenden Inhalte. Wie vorgesehen, hat das gesamte Kollegium des César Franck Athenäums Kelmis ein Schulprojekt erstellt. Auf diese beiden Sockel Rahmenpläne und Schulprojekt sollen die Fachlehrer kollegial ein Fachcurriculum erstellen. Doch wozu? Wozu ein Fachcurriculum? Hier 4 Gründe. Horizontale sowie vertikale Absprache zwischen Fachlehrern über den Ablauf der Kurse. Basis für die Mathe-Meetings, die Fachkonferenzen. Hilfe für Einsteiger und auch bei Vertretungen und Übersicht für die Direktion und für die Inspektion.
Was soll ein Fachcurriculum enthalten? Inhalte eines Fachcurriculums sollten sein: allgemeine kollegiale Absprachen, Liste der Mathekollegen mit jeweiliger Ausbildung, vielleicht sogar mit Foto, Liste der Kurse, die in der Schule stattfinden, mit der jeweiligen zugeordneten Lehrperson, Leitsätze und Entwicklungsschwerpunkte des Schulprojekts, Aufteilung pro Jahrgang der inhaltsbezogenen Kompetenzerwartungen aus den Rahmenplänen, Reihenfolge der einzelnen Kapitel, das sichert die horizontale und die vertikale Absprache, exemplarisch kompetenzorientierte Aufgabenbeispiele, methodisch-didaktische Hinweise zur Unterrichtsgestaltung, sprich Methodenpool für die Lehrer, Umgang mit leistungsfähigeren Schülern, Angabe zu Arbeitsmitteln wie Taschenrechner, PC, Beamer, interaktive Tafel, vielleicht auch Smartphone der Schüler, allgemeine Hinweise zu den Arbeitsplänen, kollegial besprochene Angaben zur Leistungsermittlung und Leistungsbewertung. Und wie soll ein Fachcurriculum erstellt werden? Unter ostbelgienbildung.be findet man eine Vorlage der DG. Unter ostbelgienbildung.be findet man auch ein Beispiel der DG. Im Fachcurriculum des CFA wurden die inhaltsbezogenen Kompetenzen aus den Rahmenplänen textuell übernommen und je nach Schuljahr aufgeteilt. Die Reihenfolge der einzelnen Kapitel ist im Fachcurriculum festgehalten, so dass die horizontale und vertikale Absprache unter den Kollegen des CFA-Mathe-Teams nachhaltig gesichert ist. Auch zur Leistungsermittlung und Bewertung ist alles, was im Mathe-Team des CFA gemeinsam besprochen wurde, im Fachcurriculum verankert. Das Fachcurriculum enthält die vorgesehene Tabelle zu den Maximalpunkten aus dem Leitfaden des GUB sowie auch die kollegial festgelegte Gewichtung der Maximalpunkte zu den jeweiligen Anforderungsebenen pro Stufe. Das CFA-Mathe-Team hat auch versucht, das Überschneiden des Arbeitsverhaltens und Sozialverhaltens mit der Bewertung der fächerübergreifenden Kompetenzen zu vermeiden und die Überlegungen zusammengefasst im Fachcurriculum festgehalten. Jeder Lehrer soll als weitere Etage des Gebäudes pro Kurs einen Arbeitsplan erstellen. Was soll ein Arbeitsplan enthalten? Erstens die kollegial festgelegte Reihenfolge der Kapitel, vom Fachcurriculum also übernommen. Zweitens Gewichtung der Lerninhalte mit konkreter Zeitplanung für den Zeitraum eines Schuljahres. Drittens Auflistung der zu erzielenden inhaltsbezogenen Kompetenzen pro Kapitel. Viertens Auflistung der Inhaltskontexte pro Kapitel. Fünftens Hinweise zur Lernsituation bzw. Unterrichtsmethode zu jedem Thema. Sechstens ergänzende Hinweise zur Leistungsermittlung und Bewertung. Im CFA Kelmis haben die Mathekollegen einheitliche Arbeitspläne erstellt. Die kollegial vorgesehene Reihenfolge der Kapitel wurde aus dem Fachcurriculum in die Arbeitspläne übertragen. Die inhaltsbezogenen Kompetenzen sind in den Arbeitsplänen pro Kapitel unterteilt und in Schülersprache formuliert. In den Arbeitsplänen trägt jeder einzelne Lehrer zum jeweiligen Thema seine eigenen Unterrichtsmethoden und seine persönlichen zusätzlichen Anmerkungen
zu Leistungsermittlung und Leistungsbewertung ein. Beide Dokumente, Fachcurriculum und Arbeitsplan, sind unbedingt erforderlich und ergänzen sich gegenseitig. Die nächste Etage dieses Gebäudes besteht aus der Unterrichtsgestaltung. Das CFA-Mathe-Team hat für alle Mathekurse einheitliche, rahmenplankonforme Unterrichtsunterlagen erstellt, die alle gleichartig strukturiert sind. Sie sind zweisprachig gehalten. Am Anfang jeden Kapitels findet der Schüler die zu erzielenden inhaltsbezogenen Kompetenzen, so wie sie im Arbeitsplan des Lehrers stehen. Und am Ende des Kapitels findet der Schüler eine Möglichkeit, selbst einzuschätzen, inwiefern er diese Kompetenzen erreicht hat. Die nächste Etage des Gebäudes besteht aus einem Bewertungskonzept. Auf ein mögliches rahmenplankonformes Bewertungskonzept für den Mathematikunterricht gehe ich in einem separaten Tutorial sehr detailliert ein. Und somit steht unser Gebäude zur Implementierung und Umsetzung der Rahmenpläne. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mathematiklehrer und Fachteamleiter Henri Lennart.